Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe wieder ein Neuzugänge-Video für euch und es sind einige Bücher bei mir eingezogen. Ich habe das letzte Mal Anmerkungen dazu bekommen, dass ich zu oft in diesen Bildschirm hier gucke und ich versuche mich zu bessern. Habt Nachsicht mit mir und ja, ich gebe mein Bestes auf jeden Fall und wünsche euch natürlich trotzdem ganz viel Spaß bei meinen Videos nach wie vor. Ich hatte ja bei Arvel bestellt und dieses Unpacking bzw. die Bücher zeige ich euch dann ganz zum Schluss. Für diejenigen, die das Arvel Unpacking schon gesehen haben, die können dann an der Stelle ausschalten. Ich glaube, das ist so am einfachsten. Und für die anderen, ja, wünsche ich natürlich dann auch nach wie vor ganz viel Spaß. Ich fange als allererstes mit den beiden Büchern an, die ich mir neu im Buchladen gekauft habe. Zuallererst kommen wir zu einem High-Fantasy-Roman. Das Buch hatte ich eigentlich so gar nicht auf dem Schirm und ist mir eigentlich nur durch Zufall in die Augen geschossen, kann man das so sagen. Also ja, es hat mich gleich von Anfang an gelächelt, unter einem ganz bestimmten Grund, den erfahrt ihr jetzt gleich. Ich spreche von Bernard Hennin, Die Chroniken von Azur, das ist jetzt der erste Band und rein optisch ist es ja richtig cool aufgemacht mit diesem blauen Buchschnitt hier dran. Und ja, wir hatten hier vorne auf dem Cover einen Aufkleber, wo drauf stand, vom Autoren signiert. Und es war ja richtig cool, weil hier haben wir eine Signatur von dem Autoren. Und ja, ich finde es richtig toll und bin gespannt. Wir haben hier vorneweg auch eine Karte. Und ja, ich liebe Karten in Büchern und freue mich da total drauf. Und lass mich mal überraschen, was der Inhalt so bringt. Hier hinten steht drauf, der Beginn eines magischen Zeitalters. Also vermute ich mal, dass es schon so mit Magie und Zauberkräften und so zu tun haben wird. Der junge Milan Tormeno ist eine Zukunft als Auserwählter vorherbestimmt und soll wohl die Geschicke von Azur lenken. Ja, aber Milan ist wohl nicht so ganz davon angetan. Er kann es nicht ganz glauben, dass sein Schicksal vorherbestimmt ist. Und dann kommt eines zum anderen und er rebelliert und tut sich dann mit der jungen Felicia zusammen und ein Netz von Intrigen wird gesponnen. Und ich finde, es hört sich echt toll an und ich bin wirklich wahnsinnig gespannt. Ich habe bis jetzt noch nie was von Bernard Hennin gelesen. Auch seine Trilogie zusammen mit Robert Corpus soll ja auch richtig toll sein. Und ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, ob mir der Schreibstil des Autoren zusagt. Und ich lasse mich auch immer wieder gerne von anderen Autoren überraschen. Und wer weiß, was mir diese Geschichte hier zu bieten hat. Das nächste Buch, was ich mir rausgesucht habe, ist ein historisches Buch. Und zwar ist es so, dass ich ja in meinen letzten Videos immer wieder vermehrt angekündigt habe, dass ich öfters historische Romane lesen möchte. Und ich probiere mich jetzt einfach mal aus mit Das Lächeln der Fortuna und lass mich mal überraschen, wie mir die Geschichte hier so gefallen wird. Es ist ja eine Reihe, also eine mehrteilige Reihe. Ich hatte mir eigentlich das Buch bei Rebuy mitbestellt, bloß es ist dann als gebundene Ausgabe bei mir angekommen und ich möchte ja natürlich die Bücher alle ziemlich gleich haben in meinem Regal und habe das dann wieder zurückgeschickt und mir das Buch jetzt einfach neu mitbestellt. Wir zählen das Jahr 1360 in England. Nach dem Tod seines Vaters, dem Earl of Warringham, reist der 12-jährige Robin aus der Klosterschule aus und verdingt sich als Stallknecht auf dem Gut, das einst seiner Familie gehörte. Und er wird wohl ja, ziemlich verachtet, nachdem er ja der Sohn eines Hochverräters ist und hat es dann wohl auch nicht ganz leicht auf diesem Gut. Der Sohn von diesem Earl, der eben in diesem Haus oder in diesem Wohnsitz dann lebt, schikaniert Robin dann ständig und es entwickelt sich eine Feindschaft, ja, der besonderen Art. Und ja, mehr habe ich jetzt auch noch nicht so erfahren können. Ich denke mal, dass das Buch demnächst von mir gelesen wird. Und ja, das Buch ist ja momentan wirklich in aller Munde. Ich habe gesehen, die liebe Vilja hat das Buch gelesen mit der Paddy zusammen und Julia, meine ich. Und auch so habe ich das Buch oft in die Kamera gehalten bekommen. Und
ja, ich hatte eigentlich immer sehr oft positive Stimmen und deswegen habe ich mir jetzt den ersten Band bestellt und den fünften Teil habe ich schon hier. Den hatte ich als Mängelexemplar das letzte Mal bei Avell mitbestellt und ja, versuche mir jetzt nach und nach so die Bände zusammenzusammeln. Ich bin ja jetzt momentan bei einem historischen Band am Lesen von Philippa Gregory. Das Buch gefällt mir auch richtig gut. Und ich finde halt so die ganzen Machenschaften und Intrigen und ja, das gefällt mir einfach. Da kann ich mich grün und blau ärgern und bin da so mitgefesselt und gebannt. Und ja, wenn einem das so zu Herzen geht, dann kann es ja eigentlich auch nur gut sein. Und das erhoffe ich mir hier in diesem Buch dann natürlich auch. Dann war ich auf dem Booktuber-Treffen in München und da haben wir den Text besucht. Das war das erste Mal für mich. Und man kann eigentlich den Text ziemlich mit Avell vergleichen. Die haben auch lauter Mängelexemplare zum halben Preis. Und da habe ich natürlich dann auch zugeschlagen. Mein Pech war natürlich dann nur, dass wir zu Anfang schon in diesem Laden drin waren und ich dann einen Stapel mit Büchern mit mir rumschleppen musste und irgendwie gefühlt wurden die Bücher immer schwerer und schwerer und oh, furchtbar war es. Aber es hat sich gelohnt und ich konnte auf kein Buch verzichten. Ich hatte dann zwar auch immer abgewegt. Ich habe dann zwar immer die ganze Zeit überlegt, brauche ich dieses Buch, will ich das Buch haben? Und ja, bei vielen war es dann auch so, ich hatte dann eins wieder zurückgelegt und dann kam die liebe Kathi und hat mir wieder ein Buch in die Hand gelegt und meinte, ah, guck mal hier. Und ja, so kam eins zum anderen und ich habe dann letztendlich 5 Bücher mitgenommen und die zeige ich euch natürlich jetzt auch. Zuallererst habe ich einen zweiten Teil mir mitbestellt, wo ich den erst noch nicht mal gelesen habe. Aber es ist auch ein High-Fantasy-Roman und ich denke mal, dass mir das Buch ganz gut gefallen könnte. Ich spreche von Die Blaustein-Kriege Teil 2 T.S. Orgel und ich habe absolut keine Ahnung, was da passiert, worum es da geht. Ich habe mir den Klappentext auch nicht vorgelesen. Ich lass mich einfach überraschen. Ich finde die Aufmachung richtig toll und wir haben hier natürlich auch wieder eine Karte, was ich auch immer sehr positiv finde. Oh, was haben wir hier? Ein Poster. Ja, hier haben wir nämlich von Bernhard Hennen auch gleich die Reihe, die ich gemeint habe. Hier dieses Buch. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und da haben wir die Blausteinkriege Band Nummer 1. Ich meine, dass Regenbogengarten da so von geschwärmt hatte. Und ja, durch sie bin ich auch auf die Bücher drauf aufmerksam geworden. Und ja, nachdem sie dann das Buch für statt für 15 Euro, für 6 Euro oder sowas da hatten, habe ich das Buch dann natürlich auch nicht verschmäht und es durfte dann bei mir einziehen. Ja, dann ist der dritte Teil einer Trilogie bei mir eingezogen und zwar Red Rising von Pierce Brown. Die Tag der Entscheidung, irgendwie heißen die Bücher irgendwie alle gleich Entscheidung, Verrat, irgendwie so. Also, aber na, auf jeden Fall ist das jetzt hier der dritte Band. Ich habe den ersten Teil schon gelesen und den zweiten habe ich auch da. Und jetzt kommt eben noch der abschließende Teil. Und mir hat der erste Band eigentlich ziemlich gut gefallen. Vor allem der Anfang war richtig toll. Und am Schluss wurde es mir dann so ein bisschen zu strategisch. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt sich hier so entwickeln wird in den nächsten Teilen. Ich konnte auf jeden Fall nicht dran vorbeigehen an dem Nachband. Weil, ja, es, ich denke mal, dass es sich wirklich lohnen wird. Viele sind ja sehr angetan von der Trilogie und schwärmen ja wirklich so. Auch Phil hat so von der Reihe geschwärmt. Ich glaube, der hat auch eine Rezension dazu abgedreht. Da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Der macht einem die Bücher natürlich auch immer richtig schmackhaft. Und ich meine, dass es durch Phil war, als ich das Buch gesehen habe. Und ja, ich fand es wirklich spannend, vor allem dadurch, dass es ja so ist, dass es alles, ich meine, auf dem Mars spielt. Und ich kann es gar nicht mehr so wirklich zusammenfassen, muss ich ehrlich gestehen. Ich will es mir auf jeden Fall hinten nicht durchlesen, nicht, dass ich mich dann am Ende spoiler oder so. Das wäre dann echt schlimm. Und ja, auf jeden Fall Red Rising werden die meisten natürlich auch schon kennen und gelesen haben, gesuchtet. Und ja, als nächstes habe ich mir von Sarah J. Maas Throne of Glass Band Nummer 4, genau. Das ist der vierte Teil der, ich glaube, eine fünfteilige Reihe, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich meine, dass es immer noch ein paar
Teile erscheinen. Also die Reihe ist wohl noch nicht komplett. Und ja, ich habe jetzt die Reihe noch nicht angefangen. Ich habe jetzt Band 1 da und Band 2 und jetzt den vierten. Und ich lese ja momentan hier Das Reich der Sieben Höfe. Und da gefällt mir der Schreibstil ja wirklich richtig gut. Und deswegen denke ich auch nicht, dass mich diese Reihe hier enttäuschen wird. Vor allem, weil es hier um Assassinenkämpfe geht. Und ja, ich finde es eigentlich nach wie vor richtig, richtig interessant von der Thematik her. Und Selena ist wohl so eine Oberkriegerin, die dann engagiert wird vom Prinzen anscheinend und ihn dann wohl sozusagen beschützen soll. Und wir haben natürlich dann auch wieder eine kleine Liebesgeschichte so nebenbei. Und ja, ich bin schon gespannt. Ich hatte das Buch erst nicht auf dem Schirm, bis Kathi es dann gesehen hat und gemeint hat, nimm es mit. Und ja, und hier, falls noch jemand Throne of Glass will. Und ja, ihr wisst, wie das so ist mit den Büchern. Und deswegen, ich glaube, ich habe statt, Moment, das Buch kostet 12,95 und ich habe 6,45 oder so bezahlt. Also auch wieder richtiger Schnapper. Und irgendwie gefühlt kaufe ich Bücher eher nur noch selten neu, weil ich immer abwarte und irgendwie fliegen die so durch Zauberhand dann als Mängelexemplar bei mir ein. Und ja, selbst wenn ich mir vornehme, gar nicht so viele Bücher zu kaufen. Das Einzige, was ich definitiv mir jetzt demnächst kaufen werde, ist der dritte Band von Das Reich der Sieben Höfe, weil da möchte ich dann auch unbedingt weiterlesen. Und ansonsten, ja, freue ich mich natürlich auch da drauf. Das Buch ist auch in einem super Zustand, hat eigentlich nur den Aufkleber drauf, so wie ich es erkennen kann. Und schon wieder ein Buch einer Reihe, und zwar von Jeffrey Archer. Das ist jetzt der Band 4, der vierte Teil, genau. Und den habe ich, also die Reihe habe ich jetzt noch nicht angefangen. Aber ich habe jetzt den ersten Band schon da und ich meine den dritten Band. Und jetzt habe ich eben noch den vierten Teil. Ja, ich gucke immer so nach und nach, dass ich mir die Mängelexemplare zusammensammle. Und da ist ja jeder so begeistert von der Reihe. Steffi von Lady of the Books ist so begeistert von der Reihe. Und MJ von MJ Liest, die schwärmt ja auch von der Reihe. Die hat die ja auch weggesuchtet wie nix. Und ich verspreche mir da auch so eine Reihe wie so auf zwei Zeitebenen, so wie bei Lucinda Riley, mit Intrigen und ziemlich viel Spannung und Geschichte. Und also das erwarte ich mir da schon alles von den Büchern. Und ja, ich freue mich da auch schon total drauf. Ja, und meine Lieben, ich merke schon, ich lasse mich so von euch Booktubern anstecken. Natürlich auch von den Zuschauern. Aber hauptsächlich sind es die anderen Booktuber, die immer von irgendwelchen Büchern schwärmen. Weil ich gucke ja natürlich auch gerne selber Büchervideos an und entdecke gerne mal Neues. Und da war ein Buch in aller Munde, bei dem ich dann durch Zufall eben auch gesehen habe, okay, das hatten sie auch als Mängelexemplar da. Und ja, ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen, obwohl es so ein dicker Schinken ist, so gesehen. Und zwar von Dan Simmons Terror. Ja, Michi Rold hatte da in einer Leserunde erst vor kurzem mitgelesen. Die Steffi hat mitgelesen. Also da waren wirklich sehr viele und alles positive Stimmen, die zwar zum Teil manchmal gemeint hatten, es wäre an manchen Stellen sehr lange, also langatmig und ausführlich. Aber zwischendurch mag ich sowas eigentlich ganz gern, wenn es wirklich ausführlich geschrieben wird. Und ja, ich bin da gespannt drauf. Es ist halt wirklich richtig, richtig fett. Ja, so circa 1000 Seiten hat das gute Stück. Und hier haben wir England im Jahre 1845. Und hier geht es wohl um ein Schiff. Und da verschwinden die Passagiere wohl spurlos. Und wir erfahren hier nach und nach dann die Geschichte eben von diesen Passagieren. Und ja, ich habe absolut keine Ahnung, was in dieser Geschichte hier passieren wird. Hier steht ja unten nur Roman drauf. Ist es mit Spannung, Thriller? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht es auch so in die Richtung Robinson Crusoe. Ich lasse mich da überraschen. Ich bin eigentlich für alles immer offen.
und bin auch echt immer positiv überrascht, wenn es dann doch in eine ganz andere Richtung geht, die mir letztendlich aber dann doch gefällt. Weil das ist es auch oft, wenn mich ein Buch überrascht, dann macht es doch gleich noch viel mehr Spaß, wie wenn es eine vorhersehbare Geschichte ist, wo man nichts Neues entdeckt. Und so an sich wäre es jetzt kein Cover für mich, wo ich sage, ja, das muss ich jetzt unbedingt haben. Es ist sehr düster gehalten. Wir haben hier unten diese kleine Ansammlung von Leutchen an dem Strand. Ich vermute mal, das sind dann die Schiffs, wie sagt man, nicht die Flüchtlinge. Ja, ja. Ich denke mal, das sind dann die Schiffsbrüchigen, die dann halt vielleicht irgendwie in den Sturm geraten sind. Man weiß es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Geschichte und ich hatte, glaube ich, auch irgendwas mit 5 Euro für dieses Buch bezahlt. Jetzt kommen wir zur Erwählbestellung und alle, die meine Erwählbestellung schon gesehen haben, können an dieser Stelle ausschalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Für die anderen geht es jetzt weiter mit den Büchern aus dem Erwählpäckchen. Als allererstes habe ich mir von Philippa Gregory Die letzte Gemahlin des Königs rausgesucht und das müsste ja, glaube ich, der letzte Teil sein, soweit ich weiß. Und viele hatten mir ja dann unter das Video geschrieben, dass es ratsam wäre, am besten die Bücher nacheinander zu lesen. Und das werde ich auch tun. Und ich meine, dass der erste Band irgendwie die Hüterin der Weißen Rose oder so ist. Ich guck mal schnell. Ich glaube, hier hinten steht auch irgendwie was drauf. Genau, hier. Die Rosenkriege, die Königin der Weißen Rose, der Thron der Roten Königin, die Mutter der Königin, Dornenschwestern, das Erbe der Weißen Rose, der Königsfluch und die letzte Gemahlin des Königs. Und ich vermute mal, dass es auch so die Reihenfolge sein wird von den Büchern. Also, wie Nathalie schon wieder war, perfekt. Ich habe den letzten Band gekauft. Aber das macht gar nichts, weil ich habe ja jetzt momentan von Philippa Gregory Wolfsschwestern gelesen oder bin am Lesen und mir gefällt der Schreibstil wirklich super gut. Ich finde es flüssig und entspannend zum Lesen und ich denke mal, dass das hier auch so der Fall sein wird. Und vor allem, was mir auch ganz gut gefällt, ist, dass wir hier wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wirklich knappe Kapitel haben, sodass ich auch locker und gerne mal unterbrechen kann. Weil, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich kann mich sehr schlecht konzentrieren, beziehungsweise ich lese immer nicht so viel auf einmal, weil ich irgendwann so schläfrig müde werde und dann muss ich zwischendrin immer mal aufstehen und mache dann was oder mir fällt auch ganz oft irgendwie was ein, was ich noch zwischendurch machen muss. Also wenn ich dann halt eine halbe Stunde lese, ist es gut und dann fange ich an, irgendwas zu putzen oder mache irgendwas anderes. Auf jeden Fall höre ich ganz gerne immer im Kapitel auf und das ist hier wirklich sehr leicht machbar. Dann habe ich hier den ersten Teil von Rebecca Gable, Das Haupt der Welt. Und das ist ja der erste Teil einer Reihe. Ich weiß nicht, wie viele Teile es davon geben wird. Ich weiß, dass jetzt momentan 2 Bände erschienen sind. Und ja, ich habe von Rebecca Gable, wie gesagt, noch nichts gelesen. Hier haben wir auch wieder eine richtig schöne Karte und ich liebe sowas in Büchern, weil da schaue ich zwischendrin echt immer ganz gerne mit rein. Und hier haben wir Brandenburg 929. Und hier geht es um Tugomir, der gefangen genommen wird bei einem blutigen Sturm von König Heinrich I. Dann werden er und seine Schwester nach Magdeburg verschleppt. Tugomir macht sich dann ganz schnell einen Namen als Heiler und wird dann als Leibarzt und Lehrer der Söhne von Heinrich eingestellt. Und was das Ganze so mit sich bringt, das erfahren wir hier in dem Buch. Und es hört sich wirklich richtig schön an. Ich bin gespannt. Das Buch hat jetzt auch so seine 850 Seiten circa. Und ja, so ein historischer Roman ist ja doch immer etwas bisschen ausführlicher geschrieben, was ich aber zwischendurch echt immer richtig schön finde. Und diese Bücher sind als Taschenbücher wirklich richtig bequem zu lesen. Ich finde, oder ich habe für mich herausgefunden, dass ich
historische Romane lieber als Taschenbücher lese, weil wenn man immer so dicke Schinken hat, das ist irgendwie so, das macht keinen Spaß. Und das kann man halt auch immer ganz gern mal mit in die Handtasche einpacken zum Arzt oder sonst wohin. Und ja, ist halt doch wesentlich angenehmer. Und das hatten sie dann auch um die Hälfte günstiger. Und ja, dann habe ich natürlich nicht Nein sagen können. Dann habe ich mir den zweiten Teil Bourbon Sins mitbestellt. Den ersten Teil habe ich ja erst vor ein paar Monaten gelesen. Ich glaube im Januar oder so, wenn ich mich nicht täusche. Und mir hat das Buch ja wirklich richtig gut gefallen. Wir haben hier eine sehr hoch angesehene Familie, die Whisky herstellt, mit Intrigen etc. Und ja, der Erbe von dieser Firma hat damals eine Freundin gehabt und diese Freundin ist sozusagen die Floristin in diesem Anwesen. Und dann ging halt das so auseinander durch ein paar bestimmte Gründe und im ersten Teil treffen sie wieder aufeinander und wie sich das Ganze so entwickeln wird und bla bla bla. Und hier, denke ich, geht es dann um einen anderen Bruder. Ich habe mir den Klappentext nicht durchgelesen, weil ich mich einfach nicht spoilern möchte. Und das ist halt oftmals das Problem bei so zweiten Teilen. Auf jeden Fall geht es schon so in die Richtung Erotik mit Drama, also ja, Intrigen werden gesponnen. Das Ganze ähnelt so ein bisschen an Reich und Schön. Ich meine, das habe ich auch beim letzten Mal gesagt schon, beim Unpacking auf jeden Fall. Ja, da konnte ich auch nicht dran vorbeigehen. Dann ist der dritte Band von Jennifer Wolf, die Erbin der Jahreszeiten, bei mir eingezogen. Ich habe ja den zweiten Teil erst vor kurzem beendet und ich muss sagen, mir hat das Buch auch wieder so, so unwahrscheinlich gut gefallen. Es ist irgendwie so märchenhaft rührend, zwar etwas kitschig, aber irgendwie schön kitschig. Wisst ihr, wie ich das meine? Also man fiebert mit den Protagonisten mit, man schließt sie in sein Herz und hier haben wir die Göttin, die sich alle Jahrzehnte immer ein Mädchen raussucht, das einen der vier Jahreszeiten von ihr, also ihre Söhne, heiraten soll. Also sie muss sich dann einen von diesen Vieren raussuchen. Ja, und sie hat dann eine Woche Zeit und muss sich dann für einen der vier entscheiden. Und jedes Buch handelt sozusagen dann fast, kann man schon sagen, um eine andere Jahreszeit. Und ja, mir hat sogar der zweite Band besser gefallen wie der erste. Ich fand den ersten ja schon wirklich richtig toll, aber der zweite war nochmal wirklich viel emotionaler und ich war wirklich richtig begeistert. Und dann habe ich mir eben den dritten Band jetzt mitbestellt und das sind immer alles so richtig locker, leichte Leselektüren, wo man auch wirklich zwischendurch mal lesen kann. Das Buch hat jetzt knappe 300 Seiten und das wird, denke ich mal, demnächst auch von mir gelesen werden. Und zu guter Letzt ist dann noch eine Trilogie bei mir eingezogen für, ich lasse mich raten, 22 Euro. Und zwar die Zeiten der Welt. Sturz der Titan ist jetzt hier der erste Band. Dann haben wir Winter der Welt und Kinder der Freiheit von Ken Follett. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eine Trilogie. Wir haben hier sozusagen eine Familiensaga. Und hier geht es um Europa 1914, eine deutsch-österreichische Aristokratenfamilie, die unter den politischen Spannungen zerrissen wird. Eine Familie aus England zwischen dem Aufstieg der Arbeitsschaft und dem Niedergang des Adels. Und zwei Brüder aus Russland, von denen der eine zum Revolutionär wird, während der andere in der Fremde sein Glück sucht. Ihre Schicksale verflechten sich vor dem Hintergrund eines heraufziehenden Sturmes, der die alten Mächte hinwegfegen und die Welt in ihren Grundfesten erschüttern wird. Hört sich alles wirklich sehr emotional an und ich vermute, dass es so ein bisschen in die Richtung gehen kann, vom Winde verweht. Da haben wir ja auch irgendwie alles mit in diesem Buch dabei und wenn das halt schon drei Bände sozusagen sind, dann ja, haben wir da natürlich sehr viel Input und ich freue mich da natürlich drauf. Ich habe auch schon im letzten Video gesagt, selbst wenn mir die Bücher nicht gefallen sollten, die sehen wunderschön im Regal aus und dann stelle ich mir die einfach so als Deko rein oder verkaufe sie wieder. Weil, ich sag mal, da kostet ja ein Buch selbst schon fast 30 Euro. Und wenn ich dann 22 Euro für alle drei Bände bezahlt habe, da kann man dann wirklich nicht meckern. Und ich weiß, manche sagen, die kauft aber viele Bücher. Aber ich sag immer so, man muss sich mit seiner Situation auch
Bewusstsein und sich glücklich fühlen, damit die Bücher zu kaufen. Und wenn ich mich nicht wohlfühle in dieser Situation, dass ich sage, ich fühle mich erdrückt von so vielen Büchern, gibt es ja auch viele Leute, die sagen, das sind mir zu viele Bücher und ich habe so einen hohen Sub, kann ich alles nachvollziehen. Wenn derjenige dann so viel andere Sachen noch kauft, zum Beispiel, ich kaufe mir jetzt jede Woche 10 Kerzen, ja, dann, man muss sich einfach abwägen, mag ich das für mich selber entscheiden. Und das ist immer das Wichtigste, man muss sich in seiner Situation wohlfühlen. Und mir geht es im Moment so, dass ich mich freue über neue Bücher, dass ich das sozusagen so ansehe wie eine Belohnung. Und wenn ich, auf die Bücher dann keine Lust mehr habe, dann kann ich die immer noch verkaufen. Ich weiß, man macht dadurch auch oftmals einen ziemlich hohen Verlust. Es heißt ja auch immer, man muss sich auch überlegen, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, da brauche ich jetzt nicht wieder mit anfangen. Muss ich auch sagen, ihr als Community seid jetzt auch nicht so, dass ihr mir das immer vor Augen haltet. Willst du dir das wirklich kaufen? Wenn ich es nicht wollen würde, würde ich es nicht machen. Und ja, ich denke mir selber, diesen Monat bist du wieder ein bisschen eskaliert. Hätte nicht sein müssen, aber irgendwo freue ich mich ja trotzdem drüber, weil sonst hätte ich sie ja auch nicht gekauft. Und ja, deswegen, ich habe auch oftmals dann so ein Ding, da gehe ich dann auch wieder meine Regale durch, weil mich letztens auch Michi Rold gefragt hatte, wo hast du den ganzen Platz? Ich habe ein Bücherzimmer, also das ist sozusagen wie ein Kinderzimmer, ja, also du hast halt ein Zimmer frei und da habe ich für mich dann damals entschieden, ich mache mir da ein Bücherzimmer draus, wo dann natürlich auch noch ein Fernseher und alles drin steht, meine Kamera, meine Softboxen, die ich dann aber nicht alle immer wieder aufräumen muss, weil sie nehmen ja keinen Platz weg, also die stehen hier immer frei rum und ich musste nicht immer extra aufräumen, weil mir der Platz fehlen würde. Jetzt ist es halt so, ich habe da zwei Bücherregale, ich habe hier ein großes Bücherregal und ich habe hier oben nochmal zwei Regalbretter und ich habe im Wohnzimmer auch nochmal ein schmales Bücherregal. Und da habe ich dann aber die Bücher auch relativ locker stehen. Und für alle, die mir auf Instagram noch nicht folgen sollten, ich mache auch öfters mal Stories, wo ich dann auch schon mal mein Bücherregal einfach so rumgezeigt habe und so. Und wenn ich merke, mir sind das zu viele Bücher, dann gehe ich auch öfters mal her und gucke überhaupt, wie haben sich meine Interessen verändert. Und gefällt mir die Geschichte auch noch. Und dann ziehen gut und gerne auch Bücher bei mir aus, die mir nicht so gut gefallen haben, die ich halt schon gelesen habe, die ich aber definitiv kein zweites Mal lesen werde. Oder wenn mir die Reihe nicht zugesagt hat, zum Beispiel wie bei Plötzlich Fee, da habe ich ja Band 1 und bis 4 gelesen. Beziehungsweise ich glaube den vierten habe ich angefangen und den habe ich dann auch abgebrochen, weil mir die Reihe einfach nicht mehr gefallen hat. Und dann sind alle Bücher bei mir ausgezogen. Und so habe ich dann auch natürlich den Platz dafür, die Bücher hier liegen zu haben. Und jetzt letztens habe ich zum Beispiel auch, lass mich lügen, 20 Bücher wieder verkauft, die mir nicht gefallen haben, die ich nicht mochte. Und so mache ich das eigentlich in der Regel immer. Und deswegen habe ich auch den Platz für die Bücher. Das ist jetzt momentan so mein Hobby, mein Spaß daran, die Bücher in die Hand zu nehmen, mich damit zu beschäftigen, zu lesen natürlich auch, die Bücher euch in die Kamera zu halten und dass ihr einfach so ein bisschen wisst, wie das Ganze hier bei mir so abläuft. Und euch nicht fragen müsst, ja Mensch, wo lagert die hier? Ne? Also ich hab ein Zimmer, wo die stehen. Die sind jetzt nicht irgendwo verteilt. Und ja, ich verkaufe die auch nicht. Ich habe keinen Bücherladen oder so. Die sind wirklich in einem Zimmer mit Bücherregalen voll. Ja, ich könnte natürlich auch noch mehr Bücherregale kaufen. Wäre auch kein Ding, aber ja. Muss ja nicht sein, weil das verleitet nur, noch mehr Bücher zu kaufen. Ich denke mal, das wird bestimmt auch irgendwann wieder abflauen. Es gibt natürlich auch Monate, wo dann nicht so wirklich was einzieht bei mir. Aber jetzt im Moment macht mir das schon Spaß. Und gerade der Austausch, das ist mir schon sehr aufgefallen, nachdem ich jetzt vermehrt BookTube-Videos mache.
ja, tausche ich mich ja mit euch aus und ich bekomme natürlich auch Empfehlungen durch die Videos, die ich auch anschaue. Sehe ich auch neue Videos, neue Bücher und Empfehlungen und werde da natürlich noch mehr drauf aufmerksam gemacht und kaufe natürlich dann auch mehr. Das ist jetzt so mein Problem momentan. Mein Substand steht bis jetzt bei 330 ungelesene Bücher und irgendwas mit 450 insgesamt habe ich bei mir stehen. Ist natürlich jetzt auch immer ein bisschen, was halt aussortiert ist, habe ich noch nicht abgezogen. Erst wenn ich die dann verkauft habe. Ja, das ist so der Stand der Dinge. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr wurdet nicht von mir gelangweilt oder so. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und wünsche euch bis dahin eine schöne Woche. Tschüss!